Herzlich willkommen und Servus zu einem neuen Video auf unserem Funky Football YouTube Kanal. Heute zeigen wir euch mal die Top 15 Regions im Jahr 2028 im FIFA 22 Karrieremodus. Wir haben die ersten drei schon auf TikTok gezeigt, falls ihr es noch nicht wusstet, wir sind jetzt auch auf TikTok aktiv, unterstrich Funky Football unterstrich oder eben in der Videobeschreibung, da verlinken wir es euch auch mal. Falls ihr jetzt von TikTok gekommen seid, dann habt ihr auch schon die ersten drei Leute gesehen. Carlos Moreira, der Roberto Firmino Regen, brutale Werte, 99 Antritt, 99 Sprintgeschwindigkeit, ist jetzt schon viel besser, als es Roberto Firmino jemals in eurer Karriere wahrscheinlich sein wird. Dann den zweiten haben wir euch auch schon gezeigt, Philippe Legendre, der Benzema Regen mit einer 92er Gesamtstärke, 20 Jahre erst alt, auch geisteskranke Werte. Ähnliche Werte auch wie Moreira sind ja beides Mittelstürmer und wirklich einfach brutal, wenn man sie einsetzt. Und der dritte, den wir euch schon gezeigt haben auf unserem TikTok-Kanal, ist eben Enrique Albornoz. Der Keylor Navas Regen auch schon wieder besser als Keylor Navas es einfach jemals in eurer Karriere ist. Und sogar bei ihm ist er ein freier Spieler. Es ist wirklich geisteskrank, was mit Regens manchmal passiert. Jetzt wollen wir euch natürlich aber auch noch die 12 Leute zeigen, die ihr noch nicht gesehen habt. Philipp Grabowski, natürlich der Lewandowski Regen. 90er Gesamtstärke, 21 Jahre alt. Jetzt schon 5-Star Weak Foot. Er hat brutale Werte, sage ich euch jetzt schon wieder. 99 Antritt, 97 Sprintgeschwindigkeit und einfach 96 Stärke. Wenn ihr also irgendwo in der Bundesliga eine Karriere macht oder egal bei welchem Topclub dieser Welt, den Lewandowski Regen, den kann man sich auf jeden Fall immer mal schnappen. Und dann wollen wir mal von den ganzen Stürmern wegkommen und gehen mal in die Verteidigung. Santiago Campos, ein Spanier in der Innenverteidigung und das ist dann natürlich Sergio Ramos. Perfekte Werte für einen Innenverteidiger eigentlich, 1,86 groß, niedrig, hoch Arbeitsraten, jetzt schon eine 89, wie gesagt. Er hat ein gutes Tempo, dazu aber das Wichtigste, 97 Sprungkraft, 98 Stärke und so wie es sich für eine Sergio Ramos Regen gehört, hat er natürlich auch noch 92 Grätsche und 88 Kopfballpräzision. Fürs Mittelfeld findet man natürlich dann den Luka Modric Regen, ein Kroate, jetzt schon ein bisschen älter, weil er natürlich schon viel früher aufhört, jetzt schon 24 Jahre alt, aber trotzdem ein überragender Spieler, hat einfach alles. Also er ist so ein richtiger Allrounder, der hat genau ein Stat, der gelb ist und das sind Volleys, die FE und Elfmeterwerte sind auch schon wieder grün. Also der Typ kann egal wie, egal wo eingesetzt werden bei euch. Etwas klarer ist die Arbeitsaufteilung von Fernando Marcos, aka der Sergio Busquets Regen, ist ein klarer Sechser. Ihr seht es hier schon wieder, 92 Ausdauer, er hat natürlich auch wieder 87 Stärke, 88 Reaktion, hatte 87 Abfang, hat natürlich ein gutes Aufbauspiel mit kurzer Pass, langer Pass, die gut sind, defensives Bewusstsein, Grätsche, faire Zweikämpfe, also der kann ein richtiger Abräumer für euch werden. Und jetzt kommen wir mal zu jemand sehr Interessantem. Ich finde es wirklich witzig. Tadic Ihan ist der Iličić Regen. Und Iličić hat auch nie eine 87 erreicht. Iličić war meiner Meinung nach immer bei einer 84 limitiert, ging nie drüber. Aber der Iličić Regen hatte direkt von Beginn an diese 87er Rating erreicht. Ist da auch nie drüber gekommen. Jetzt, während ich ihn beobachtet habe in dieser Karriere. Aber trotzdem natürlich ein sehr geiler Move, den zu verpflichten. Weil ich meine, 87 ist ja immer noch überragend. Und die Werte, wenn man sich die mal anguckt, einzeln sind die auch unverfügbar. Unfassbar stark. 96 Dribbling zum Beispiel, 87 Abschluss, 90 kurzer Pass, 92 Ballkontrolle. Also wenn man mal so ein bisschen outside the box haben will, dann holt euch mal den Iličić Regen. Auf den müsst ihr nämlich auch gar nicht so lange warten. Anders ist es bei hier Omar Fofana. Das ist der Koulibaly Regen. Eins muss ich natürlich noch dazu sagen. Die Namen werden bei euch in der Karriere nicht die gleichen sein. Also es kann aus Versehen passieren, dass sie die gleichen sind. Aber die Namen, da dürft ihr euch nicht drauf verlassen. Ihr dürft jetzt nicht nach Omar Fofana scouten, sondern ihr müsst euch schon selber umgucken nach dem Regen von eben Kalidou Koulibaly. Aber so wie es ein guter Koulibaly Regen eben hat, 1,97 groß, niedrig hoch Arbeitsraten, ein Verteidiger, wie er im Buche steht, natürlich auch auch wieder eine brutale Stärke mit 94, Aggressivität bei 93, Sprintgeschwindigkeit bei 92 und dann natürlich auch noch seine ganzen Zweikampfwerte, fairer Zweikampf, defensives Bewusstsein, Grätsche, alle überragend. Also den kann man sich auch mal angucken für eine Karriere.
Das dauert aber, wie gesagt, ein bisschen. Ähnlich ist es bei David Montenegro, aka Lionel Messi himself. Aber Lionel Messi mit einer 87, 19 Jahre alt, ist hier in dieser Karriere zum Beispiel ein freier Spieler. Das heißt, checkt unbedingt mal die freien Spieler ab, wenn ihr wisst, dass ein Spieler eben aufhört. Guckt in der Liga nach, wenn er da nicht ist, ist er ein freier Spieler. Und wenn man dann vom freien Spielermarkt einen Lionel Messi Regen holen kann, mit diesen Werten, die er hat, Beweglichkeit, Balance, Schnelligkeit, alles ist dabei. Und natürlich dann auch die technischen Werte sind einwandfrei. Also ein Lionel Messi Regen ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich glaube, das habt ihr alle schon mal geholt oder den habt ihr alle schon mal geholt, von dem habt ihr alle schon mal gehört, aber er ist halt einfach auch geisteskrank gut. Mich würde es aber mal interessieren, wie die Taktik hinter Regens ist, das habe ich nämlich noch gar nicht rausgefunden, warum manche immer mit ihrem Endpotenzial schon anfangen und warum manche erst weiter unten anfangen und dann eben noch ein großes Potenzial haben, sich weiterzuentwickeln, weil wenn man sich anguckt, fängt natürlich ein Firmino mit einer 93 ganz anders an als jetzt zum Beispiel ein Lionel Messi mit einer 87. Aber bis ich das rausgefunden habe, machen wir jetzt hier mal weiter mit Malik Ndour, ein linker Flügel aus dem Senegal. Und das ist dann natürlich Sadio Mané. Da müsst ihr auch eine Weile drauf warten. Ich glaube, das ist seine erste Saison hier, diese Saison 2028. Das heißt, es lohnt sich einfach, lange Karrieren auch mal zu machen. Vielleicht auch mal mit Vereinswechseln und so. Das wird auf unserem YouTube-Kanal sicher auch noch kommen, weil es macht einfach Spaß, wenn man dann so Regens von Weltstars aktuell hat. Und ich meine, Sadio Mané aktuell auf jeden Fall ein Weltstar. Und dieser Regen, der auch wieder im freien Spielermarkt ist, kann absolut auch ein Weltstar werden, wenn ihr ihn verpflichtet. Und jetzt kommen wir zu einem, der hat sich so ein bisschen reingemogelt, ist der älteste Spieler auf der Liste, schon 25 Jahre alt, das heißt, ihr kriegt ihn relativ früh in eurer Karriere und es ist der David Silva Regen. David Silva natürlich schon ein etwas älterer Spieler, spielt ja gerade eigentlich noch bei Real Sociedad eine relativ gute Saison, aber hier hat er relativ früh aufgehört und sein Regen hat sich dann im Verlauf der Karriere Crystal Palace angeschlossen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, auch einen David Silva Regen lohnt es sich mal abzuchecken. 86er Gesamtstärke, damit kannst du absolut nichts falsch machen. Wenn man sich die Werte im Spielaufbau anguckt, dann sind die natürlich geisteskrank. 90er Ballkontrolle, 93er langer Pass, 88er kurzer Pass, Weitschüsse sind gut, Schusskraft ist gut, Dribbling ist gut. Also den kann man sich bestimmt auch mal auf die Zehen packen. Aber wer natürlich noch ein bisschen cooler auf der 10 ist, ist Igor Silveira, aka Neymar Jr. Linker Flügel ZOM, da sieht man es natürlich überragend. Der Brasilianer muss eigentlich Neymars Regen sein. Und ich habe es auch nachgecheckt, ob er es ist. Er ist es nämlich auch. Und ich meine, er ist auch ein freier Spieler und die Werte sind ähnlich krank wie bei Messi, wie bei Mané. Also ich meine, der hat wieder alles, Beweglichkeit, Schnelligkeit. Und ich meine, die Ballkontrolle und das Dribbling von Neymar Jr. habe ich jetzt nicht anders erwartet. 89 und 90, alles andere wäre aber auch Quatsch gewesen. Und jetzt noch die letzten zwei, Leon Kent, da habe ich Ewigkeiten gebraucht, um es rauszufinden. Ich dachte eigentlich, okay, englischer Rechtsverteidiger bei Manchester City muss Kyle Walker sein, war es aber nicht. Dann habe ich gedacht, okay, RV, RAV, RM, das könnte auch Trent sein. Habe nachgeguckt, es war nicht Trent, sondern es war Kieran Trippier. Fängt, glaube ich, an mit einer 82 oder einer 83, aber hier sein Regen jetzt schon mit 20 Jahren auf einer 85. Und ich sage euch ganz ehrlich, die Werte sehen mal wieder schmackhaft aus. Sehr ausgeglichene Werte in der Physis, sehr ausgeglichene Werte hier, super Zweikampf. Werte, einen geilen Flankenwert, er hat einen guten Pass, jetzt keinen guten langen Pass, aber eben die Flanken machen es dann wieder gut. Also das ist auch ein sehr interessanter Spieler, kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man Karriere in England macht zum Beispiel und einen Rechtsverteidiger braucht. Guckt einfach mal, was Kieran Trippier so treibt, vielleicht hört er bei euch ja auch bald auf und dann könnt ihr eben hier so jemand wie Leon Kent unter Vertrag nehmen. Der letzte ist natürlich dann der große CR7. Die CR7-Messi-Debatte fange ich jetzt hier gar nicht erst an, aber es wäre natürlich keine Top-15-Liste mit den besten Regens gewesen, wenn ich jetzt einfach Cristiano Ronaldos Regen rausgelassen hätte. Stürmer, linker Flügel aus Portugal, bei Southampton unterschrieben und die Werte sprechen mal wieder für sich. Die Physis, natürlich, habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört, absolut geisteskrank. Da sind Regens immer so. Der Wert auch brutal, aber wenn man sich jetzt mal die technischen Werte anguckt, 87er Abschluss mit 19 Jahren. Was will man denn noch mehr sagen?
Und zum Abschluss des Videos zeige ich euch nochmal, falls ihr es noch nicht gesehen habt, wie ihr am besten nach Regens sucht. So mache ich es immer in meinen Karrieren und so habe ich eben alle, die ihr gerade in dieser Liste gesehen habt, gefunden. Ihr könnt natürlich an erster Stelle einfach immer mal wieder durch die Ligen gehen und gucken, welche von den alten Spielern eben aufhören. Sucht euch einfach irgendwelche Ligen aus, gebt ein Jahr ab 34 bis 50 Jahre und guckt einfach auf die Spieler drauf, ob sie am Saisonende aufhören. Da wisst ihr natürlich dann, ob der Regen kommt oder nicht. Wenn euch das aber ein bisschen zu blöd ist und wenn ihr lieber erst in der neuen Saison einfach sehen wollt, random, wer eben da ist, dann gebt hier euren Scouts in Auftrag. Weltklasse-Spieler suchen, egal welche Position, Altersbereich 16 bis 22 Jahre und dann restliche Vertragsdauer 0 bis 5 Jahre. Das gleiche könnt ihr dann auch machen, gleiche Sachen, nur eben vielversprechend statt Weltklasse. Das sind dann die Regens, die ein bisschen schlechter anfangen, weil so müsst ihr die eigentlich alle finden. Wenn wir jetzt auf diesen Scouting-Bericht gehen und dann zum Beispiel auf Angreifer gehen, können wir hier sortieren und zum Beispiel da unten finden wir halt direkt mal Moreira, wir finden Montenegro, wir finden Endur. Das heißt, wir haben hier schon mal Messi, Firmino und eben Sadio Mané gefunden. Das ist wirklich die einfachste Variante, die ihr wählen könnt. Da könnt ihr jedes Jahr dann irgendwelche Leute finden, die eben dann die Regens von bekannten Spielern sind. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Es war mal so ein extra Video an diesem Montag jetzt zum Ende des Jahres und eben einfach ein Aufruf an euch. Macht lange Karrieren, es macht brutal viel Spaß, wenn ihr mal über so eine gewisse Hürde gekommen seid und dann findet ihr halt die geilsten Regens. Die sind auch öfters mal einfach die geilsten Spieler. In unserer Dortmund-Karriere, die letztes Jahr lief, hatten wir einen Axel Witzel Regen. Hätten wir niemals gedacht, dass wir den so geil finden, aber wenn ihr die Videos gesehen habt, der war unfassbar nice. Das heißt, irgendwelche random Spieler oder eben die besten Spieler der Welt, die haben die geilsten Regens, da könnt ihr die geilsten Karrieren mitmachen. Deswegen macht's einfach mal, falls ihr jetzt FIFA neu bekommen habt, dann probiert es doch einfach mal selber aus. Und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Lasst noch ein Like auf das Video da und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim anderen Video wieder. Macht's gut, ciao, ciao. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized.